Transporte ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Seebach im Schwarzwald, das sich auf die regionale Baubranche spezialisiert hat. Die Spedition verfügt über einen Fuhrpark mit 8 Lkw, von denen 5 mit einem Ladekran ausgestattet sind. Seit 2017 stammt hier jeder neu angeschaffte Kran von HMF. HMF hat uns überzeugt, zum einen das EVS-System, dass wir auch bei unebenem Gelände gut abladen können. Ebenso das geringe Gewicht des Krans, das Eigengewicht. Weiterhin die hervorragende Hubkraft. Von dem her haben wir diesen Kran mal getestet und für gut befunden und haben mittlerweile den 4. im Einsatz bei uns. Dabei handelt es sich um das Modell HMF 2120, aufgebaut auf einem DAF XF 530. Der 2120 ist ein schneller und robuster Kran mit dem besten Verhältnis von Hubkapazität zu Eigengewicht in seiner Kranklasse. Der ferngesteuerte Kran ermöglicht durch sein fein abgestimmtes Hauptsteuerventil einen schnellen und intensiven Betrieb in Kombination mit einer sehr präzisen Bedienung. Das kommt auch bei den Fahrern gut an. Er ist leicht umgänglich, schnell zu lernen. Die Bedienung ist auch sehr handlich, ja, und man kann sehr präzise mit dem HMF arbeiten. Außerdem überzeugt der HMF durch seine innenliegenden Schlauch- und Rohrführungen, die für geringen Verschleiß, minimale Anfälligkeit gegen Schäden und ein sehr harmonisches Gesamtbild sorgen. Durch die serienmäßige EQC-Oberflächenbehandlung der lackierten Oberflächen wird dieses Bild viele Jahre erhalten bleiben. Weitere Pluspunkte sammelt der HMF 2120 auf den meist sehr engen Baustellen. Hier kommt das elektronische Standsicherheitssystem EVS zur Geltung, das ohne Messung der aktuellen Stützweite auskommt. Somit kann auch dort gearbeitet werden, wo sich die seitlichen Auszugskästen nur zum Teil ausfahren lassen. EVS steht für Electronic Vehicle Stability und misst permanent den aktuellen Neigungswinkel des Lkw. Anders als andere Systeme berücksichtigt EVS deshalb auch den aktuellen Beladezustand des Fahrzeugs. Doch am Ende ist jeder Kran nur so gut wie der verfügbare Notfallservice. Wir haben grundsätzlich einen Ansprechpartner, der rechtzeitig erreicht werden kann. Auch sehr kurzfristig, wenn wir auf der Baustelle stehen und es gibt mal Probleme. Von dem her haben wir jetzt auch alle Fahrzeuge mit dem gleichen Kran ausgerüstet, sodass die Fahrer untereinander gut kommunizieren können, wenn einer mal ein Problem hat.